Okay, warten wir ab, bis es sich nochmal dreht, wie jetzt. Und dann jetzt hoch. Hopp. Okay. Und was erwartet uns jetzt hier oben? Oh mein Gott, es ist so dunkel. Ja. Okay. Ach du Scheiße, ist das blutrünstig. Aber das schaffe ich schon. Fuck. Okay, hier den Kopf zu verlieren ist irgendwie unlogisch. Sah zumindest so aus. Okay, wo sind wir jetzt? Ach du Scheiße, es ist alles so dunkel, das hasse ich. Okay, wo geht's jetzt weiter? Oh Mann, gibt's hier keine Fackel oder so? Oh mein Gott. Geht's hier hoch? Nein. Hoch? Nein, auch nicht. Mein Gott. Hey, seht ihr irgendwas hier im Video? Also ich nicht. Mich würde es wundern, wenn ihr hier auf YouTube irgendetwas erkennen könntet. Ich erkenne jedenfalls nur Dunkel und irgendwelchen Boden. Festhalten geht nicht, oder willst du dich nicht festhalten? Komm schon. Fuck, scheiße. So, ich habe F9 gedrückt, nur für die, welche das jetzt verwirrt hat, also ich habe jetzt hier nichts mit dem Video geschnitten oder so. Oh fuck, ich will jetzt langsam durchgehen, vielleicht habe ich oben was übersehen. So, okay, was gibt's hier? Hä, oh, es ist so dunkel, man kann den Raum nicht mal im Überblick haben. Klasse. Naja, es kann sich hier nur um Stunden handeln. Vielleicht werden wir hier 6 Parts oder so verbrauchen. Oh mein Gott. Wieso erinnere ich mich an diese Stelle gar nicht? Man könnte das ja hier wieder als halben Blind One bezeichnen. So. Irgendwo geht's hier doch weiter. Irgendwo muss ich hochklettern, aber nur wo? Nee, hier ist auch nichts. Okay. Ah, okay. Komm her. Ja, wir sind jetzt endlich weiter. Oh mein Gott, wir haben 3 Flaschen. Ich will sie behalten. Zack, zack. Fuck. Ach Mann, ich wollte doch die 3 Flaschen behalten. Alter, und wie viel Leben hat er? Ich will mal so viel Leben haben. Ah, scheiße. Komm her. Gut, gut, das ist gut. Sehr gut sogar. Zack. Zack. Ja, 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 ist leicht wie am Schnürchen. Muss ich nur noch die Klappe halten und darf nichts loben, sonst will ich wirklich leben. Wie immer. Okay, okay, okay. Okay. Oh, das war knapp. Das war nicht knapp, aber gut abgewehrt. Okay. Zack. Scheiße, scheiße. Oh, der Druck, der ist so stark. Okay, okay, okay. Wow, wow, wow. Ich schaff's sogar ohne einen Kratzer. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, fuck, fuck, wow. Nein. Oh.
Habt ihr das gesehen? Der hat... Was? Er hat nur einmal zugeschlagen und dreimal mich getroffen. Also dreimal so schnell hintereinander schlägt er zu. Ein Affe. Ach, Mann, ey. Mann, es war so... Es lief so gut. Oh mein Gott, diese Gegner sind doch unglaublich. Scheiße. Fuck. Ja, was mir schon im Level 10, worauf ich da angesprochen wurde, der User Saturas, noch irgendwelche Zahl, ich denke mal jetzt 646, lebe ich da richtig? Er meinte, ich hätte das Video cutten sollen, weil ich das so, ja, weil ich mehr als die Hälfte nur mit einem Kampf da gebraucht, benötigt habe. Und ja, ich betone ich jetzt nochmal, ich zeige mein ganzes Let's Play in voller Länge, jeden Kampf, ihr werdet jede Niederlage von mir sehen, jeden Sieg, nichts wird gecuttet. Ja, einmal bin ich offscreen gegangen, um Level 10 zu wiederholen, aber normalerweise zeige ich euch alles. Moment, ich merke gerade, ich bin zweimal offscreen gegangen. Einmal auch Level 8 oder 7, nein, es war Level 8, da im Hafen, wo ich doch den Weg gesucht habe. Ja, ja, okay, das muss ich auch entschuldigen, aber ich habe da wirklich mehr als 10 Minuten weggeschnitten, wo ich offscreen war, also... Ihr hättet da eh nichts Neues gesehen, also das war wieder normal, also verständlich, finde ich. Oder mögt ihr es, sich mit mir zu verirren? Also, ich finde es schon mit mir selber lästig. Da wird es euch bestimmt auch nicht gefallen. Okay. Und den Gegner habe ich jetzt auch schon fast. Zack. Komm schon, jetzt darf ich ihn nicht wieder ausflippen lassen wie vorhin. Komm schon. Zack. Komm. Oh. Ich habe mich gerade gefragt, was ist jetzt los? Mein Gott, wie wird der Endgegner nur sein? Das ist hier schon der Endgegner. Nein! Wehe! 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 Ich flipp aus. Und ihr bestimmt auch, weil ihr euch dann denkt, oh, der kann nicht spielen, der Noob. Ich beweise euch, ich versuche es zumindest zu beweisen, dass ich es kann. Leck mich. Scheiße. Fuck. Nein. Ich habe jetzt selber die Schnauze voll. Jetzt kommt ein Giftpfeil. Oh, komm schon. Okay, laden, laden. Zurück. Soweit ich weiß, sind die Gegner dumm und kommen hier nicht durch die Räume. Ja, ich hab's gewusst, er wird warten. Aber scheiße, wenn ich den Pfeil ziehe, dann läuft er weg. Nee, ich versuche ihn trotzdem zu erwischen. So. Ja, er ist tot. Okay. Wenn man es auch auf die leichte Art machen kann, warum mache ich es dann nicht einfach? Okay, ich habe jetzt einen mächtigen Pfeil verschwendet, aber wenigstens geht das Let's Play jetzt voran. Das ist das Wichtigste. So, hier, das sind die Schafe, die ich vorhin gehört habe. Oh mein Gott, das sind doch nur reine 3D-Klötzchen. Oh, ja. Ach, wieso mache ich die Grafik runter? Die Grafik ist für 1999 ganz gut. Wollt ihr mal richtige... Die ersten... Boah, wenn ihr die ersten 3D-Spiele gesehen habt, dann würdet ihr dieses hier wirklich loben. Schon mal was von Wolfenstein 3D gehört? Das ist, glaube ich, eines der ersten... Vielleicht nicht selbst, wenn das erste 3D-Spiel... Ja, und es ist 1993 rausgekommen für den Super Nintendo. Ja, ein 3D-Spiel für den Super Nintendo, ihr hört richtig. Hat mich auch anfangs gewundert, aber das Spiel schafft es, diese 3D einigermaßen darzustellen, ja. Und jetzt zum Beispiel Star Wars, Dark Forces. Dieses Spiel ist 1995 rausgekommen und da ist die Grafik auch nicht viel, viel besser. Du hast zwar eine 3D-Umgebung, aber... Okay, ein Trank. Aber das meiste dort benutzt noch Sprites, also die Sturmtruppen sind dort aus Sprites, also 2D-Männchen und so weiter. Und jetzt haben wir die Fähigkeit hochzuspringen. Wie in Level 4. Bei den Mönchen, wenn ihr euch erinnert. Okay. Hüpf. Okay, gut.
das könnte hier kompliziert werden. Hoffentlich ist der Trank auch nicht auf Zeit. Ach du Scheiße. Wow, scheiße. Ich habe ja vergessen, dass ich so weit...